Guten Morgen, liebe Leute. Willkommen bei Anno nicht 1404, sondern 2070. Keine Sorge, das wird die Anno 1404-Reihe nicht großartig beeinflussen, aber irgendwann ist mir dieses Speicherproblem dann doch dezent auf den Sack gegangen. Und ich dachte mir, okay, spielst du noch was anderes? Außerdem werde ich demnächst eine Partnerschaft mit einem anderen YouTube-Kanal eingehen, der auf Anno spezialisiert ist, vorwiegend Anno 2070 tatsächlich. Ist ein alter Kumpel von mir, der hat auch erst vor relativ kurzer Zeit mit Let's Plays angefangen, aber skilltechnisch ist er tatsächlich auch über meinem Level, sogar um einiges. Und wir haben uns so überlegt, okay, warum machen wir nicht einfach mal etwas zusammen? Vor allem, weil wir inzwischen in derselben Sprache aufnehmen. Da macht es ja eigentlich nur Sinn. Und diese Reihe soll auch für mich so ein bisschen als Vorbereitung dienen. Wie gesagt, ist der Typ richtig gut, nach meinen Standards. Und deswegen werde ich hier auch üben müssen und das tue ich hiermit. Und ja, stellen wir erstmal das Spiel vernünftig ein. Trenchcoat werden wir nicht gebrauchen. So, ich nehme mal hier Rufus mit rein und Dr. Salmon Devi. Keiner kümmert sich um den. So, damit hätten wir die beiden Hauptfraktionen abgefrühstückt. Wir haben drei expandierende Fraktionen. Okay, Tilda Jorgens ist noch schwer, ist jetzt nicht so schwer. Tori Bartok, wer meinen anderen Kanal kennt, weiß, ich habe mit ihr Vorgeschichte, weil sie hat sich geweigert zu sterben. Sie hatte nichts mehr und sie war immer noch da und ging mir auf die Nerven. Und sie hat irgendwie immer noch genügend Geld gekriegt, um Sachen zu kaufen. Naja, Leon Moreau, das wird sehr spannend, unser kleiner grüner Ökoterrorist, weil ich bin ja schließlich Tycoon, wie man hier oben am Icon sehen kann. Ich bin immer Tycoon-Spieler. Dann, um das Ganze zu würzen, haben wir noch einen schweren Hector und eine mittlere Kito. Und von den Spieleinstellungen her kriegen wir die Hälfte der Baukosten zurück. Wir haben große Inseln, wir haben mittlere Fruchtbarkeiten, wir haben mittlere Rohmaterialien, gemischte Einflüsse, Umwelteinflüsse. Das Add-on ist aktiviert. Ja, das heißt, also, wir spielen mit der Deep-Sea-Erweiterung. Wir kriegen eine mittlere Menge an Quests. Wir kriegen, alle Katastrophen sind auf Mitte schwer gestellt. So, machen wir mal hier eine random Map. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn das auch eine Map ist, auf der ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. So, Städte können gekauft werden. Die Map ist aufgedeckt. Wir starten mit 30.000 Credits, keinen Lizenzen, nur mit einer Fraktion zu Beginn. Und wir haben einfach nur ein Schiff. Der Archenspeicher ist deaktiviert. Das wäre sonst sehr unfair, weil meine Arche ist wirklich hoch spezialisiert auf meinen Spielstil. Das heißt also, das Spiel würde dann extrem einfach werden im Vergleich. So müssen wir uns halt erstmal Technologien wieder verdienen. So, und bei den ganzen Konditionen hier für den Sieg, 10.000 Einwohner, 50 Quests, 5.000 Executives jeder Art, 5.000 Einkommen. Wir brauchen ein starkes Militär, wir müssen ein paar Technologien entwickelt haben, 1 Million Credits haben, alle Monumente errichtet haben, ne, auch sämtliche Forscher, wir müssen alle Inseln besiedelt haben, bla bla bla. Ach ja, und ich darf der einzige Überlebende sein. Yay! Okay, dann, nachdem das jetzt mit der Langeinführung jetzt geklärt ist, wollen wir mal loslegen. So, wie gesagt, wird sich diese Reihe nicht auf Anno 1404 auswirken. Die Anno 2070 Videos parallel hochladen. Ich denke aber jeden zweiten Tag. Das heißt also, ich werde vermutlich diesen Kanal mit 9 Videos die Woche befeuern. Dann bin ich aber vermutlich wirklich an meinen Kapazitätsgrenzen. Der Vorteil, den wir hier haben, ist halt, die Videos sind kurz im Vergleich zum anderen Kanal. Gut. Ist ja klar, da ist gleich mal die beste Insel an Tori gegangen. Aber gut, wir haben... war ja so klar. Die hätte ich tatsächlich gerne gehabt. So haben wir hier bloß eine kleine Drecksinsel. Jetzt bin ich tatsächlich ein kleines bisschen stinkig und ich will mich jetzt nicht direkt mit Tori anlegen. Diese Insel hier hätte ich gebraucht. Aber gut, machen wir das Beste draus. Oh, und hier sehen wir ja, wir haben einige Siegbedingungen. Gut, ich werde auch ein neues Stadtlayout tatsächlich ausprobieren. Mein altes ist ja tatsächlich relativ gut, wenn auch nicht so gut ausdefiniert wie zum Beispiel meins aus Anno 1404. Oder? Ach, ich denke, wir werden hier unten, hier bauen wir einen Industriedistrikt und hier bauen wir dann die richtige Stadt. Ja, wir legen den Hafen hier unten an, hier haben wir auch einiges an Baufläche. Zumindest an Küstenlinie, die wir nutzen können. Gut, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu
krass und schnell expandieren, weil sonst Leon Moreau sehr schnell sehr stinkig mit uns wird. Und das ist ein Punkt, den wollen wir ja vermeiden. Wir haben keinen Grund, uns mit ihm komplett anzulegen. Zumindest noch nicht. So. Gut, wie gesagt, nutze ich ein neues Stadtlayout, und zwar das von meinem Kumpel. Wer ihn mal schauen möchte, sein Name ist Exabyte. Ist wie gesagt alter Schulfreund von mir. Und wir haben auch Anolam-Partys hinter uns und so weiter. Und er hat dieses kleine modulare Stadtlayout. Weiß nicht, ob er es selbst entwickelt hat. Auf jeden Fall hat er mal ein Video darüber gemacht, wie man das anlegt. Und das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und ich will mal schauen, ob ich das nicht auch hinkriege. Wäre ja gelacht. So, gut, dann... Was ihn vor allem im Vergleich zu mir auszeichnet, ist seine Geschwindigkeit. Da wird er mir auch immer noch voraus sein. Okay, hier sitzt das nicht richtig wegen dem Stein, der im Weg ist. Ah gut, ist halt so. Haben wir halt einen Stein, der im Weg rumsitzt. So, damit haben wir dann erstmal die Grundlage für eine Großstadt gelegt. Jetzt müssen wir uns natürlich auch erstmal ein kleines bisschen um die Wirtschaft kümmern. So, wir errichten jetzt erstmal ein Wohnhaus. Damit wir erstmal eine stabile Nahrungsversorgung aufbauen können. Wir werden auch schon den Einkauf von Werkzeug einstellen. Einfach, damit wir da nicht allzu schnell Probleme kriegen. Das kann nämlich relativ schnell problematisch werden. Das wollen wir ja nicht. So, Bauzellen werde ich mit meinem Stil sehr viele brauchen. Das heißt also eins, zwei, drei, vier. Das ist ganz sympathisch, wenn mein Bauzellenproduktionslayout mit Straßen umgeben ist. Dann wirkt das nicht ganz so blank. 2, 3, 4, 5. So, und ich muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, weil die Layouts, die sind ein bisschen komplexer. Zumindest die späteren. Und da habe ich nicht alle im Hinterkopf. Das heißt also, ihr werdet später erleben, dass ich vielleicht nicht ganz so viel rede. Dass ich daran, dass ich dann nebenher mein Tablet offen habe und meine Notizen durchgehe, wo alle Layouts drin sind. Was ich mir aber auch sehr gut für diesen Kanal hier vorstellen kann, ist, dass ich ein Tutorial-Video machen werde über die entsprechenden Layouts. Ich denke, das wird eine relativ coole Sache, also als langfristiges Projekt. Ja, das werde ich mal in Angriff nehmen. So, vergleichbar mit der Tutorial-Reihe für Anno 1404 auf dem Hauptkanal. Das hat das Potenzial, cool zu werden. Gut, dann... 1, 2... So, das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Wie dick ist das Ding? 15, das heißt, wir hätten hier eine Länge von 14. Hier haben wir aber 13. Das heißt, es wird nicht unbedingt direkt abschließen. Ach, das wird schon funktionieren irgendwie. Notfalls können wir das Ding ja dann immer noch woanders platzieren. Aber damit wäre jetzt erstmal unsere Stromversorgung gesichert. Aber wenn wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen müssen, weil... Genau, Ökobalance. So, da haben wir noch das Problem, dass Hector unterwegs ist. Und alle Archen sind weit weg. Okay, vielleicht schaffen wir es doch irgendwie, einen Frieden mit Hector zu halten. Ich neige übrigens manchmal dazu, ihn Hassan zu nennen, weil da einfach Anno 1404 zu weit in mir drin ist. Wenn mir das passiert, wisst ihr, ich meine Hector. Niemand ist immun gegen Fehler. Insofern, ja. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ziehen wir mal hier noch eine Linie durch. Ich überlege gerade, ob es hier nicht sympathisch wäre, seitenversetzt zu machen. Nee, das lassen wir mal.
Außerdem müssen wir hier später auch noch öffentliche Gebäude reinklemmen und Schutzgebäude, wie zum Beispiel Feuerwehr, Krankenhaus und so weiter. Das wird auch so schon nervig genug werden. So, gut, wir sind jetzt hier zu Hause bei Rufus. So, und hier setzen wir einfach mal die Steuern hoch. Einfach damit unsere Bilanz nicht ganz so schnell sinkt. Und sobald wir dann hier sind... Okay, wir haben 3,5 Stunden, bis Quito kommt. Das sollte ausreichen, um eine vernünftige Kriegsflotte anzulegen. Und vielleicht... Vielleicht sind wir bis dahin auch Hector losgeworden. Das ist zumindest die Hoffnung, die ich habe. Das hat das Potenzial, noch stressig zu werden. The island is in a deplorable state. The ecosystems here have been almost totally destroyed. Okay, Leon, das ist, finde ich ja schön, dass du so offen deine Kritik ansprichst. Additional buildings now available. Aber es ist doch sicher noch kein Grund, uns den Krieg zu erklären, oder? Davon bin ich doch felsenfest überzeugt, weil noch kann ich ja nichts machen, um die Ökobilanz zu verbessern. Deswegen wäre es ja gemein, wenn du schon so früh auf mich losgehst, richtig? Okay, Werkzeugmangel haben wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir müssen aber schauen, dass wir so früh wie möglich Blockheizkraftwerke gebaut kriegen, einfach damit uns Leon nicht auf den Sack geht. Ja, hier bauen wir die zweite Kantine hin. Hier werden wir nämlich nach oben hin noch abschließen. Hier werden wir nämlich noch zwei weitere Distrikte hinbauen. Haben wir also ein System mit 4 Distrikten. Das erinnert mich dann doch schon ein bisschen an meine Bauweise in Anno 1404. Und ihr wisst ja, ich habe einen absoluten Faible für modulare Systeme. Dementsprechend gefällt mir dieses System hier tatsächlich richtig gut. Dass ich da selber nicht drauf gekommen bin, weil mein System ist ja alles andere als modular. Im Endeffekt ist es ja auf vier Stadtzentren war das Wort. Es ist auf 4 davon limitiert. Und das hier nicht. Das kann unendlich oft erweitert werden. Und deswegen ist es eine Schande, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. So, hier bauen wir mal noch weitere Fischerhütten. Die werden jetzt auch hier durch diese Depots hier mitversorgt. Und da haben wir dann hier jetzt auch schon ein schönes kleines Industrieviertel. Worauf ich ja so richtig abfahre. So, was haben wir hier eigentlich für sonstige Mineralien? Cool, wir haben 8 Bergbauslots. Und sogar Uran. Wir können eine Kolossusflotte bauen. Yay! Und sogar Beton. Aber gut, für Beton brauchen wir auch Sand. Und dafür brauchen wir eine andere Insel. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir da auch schon eine andere reservieren. Und... die ist leider verseucht. Unabhängig davon ist sie aber geil. So, was haben wir hier? Na okay, Trüffel und Zucker. Generell habe ich das Gefühl, dass die Inseln hier nicht so toll sind. Also die Hälfte meiner Layouts kann ich in die Tonne kloppen. So, die Insel hier ist zwar schön, wenn auch verstrahlt. Aber sie ist zu weit weg. Deswegen werden wir hier siedeln. Hier kriege ich ein paar Burger-Layouts raufgekloppt. So, und wir müssen halt, wie gesagt, bei Hector vorsichtig sein.
dass er uns nicht das Leben zur Hölle macht. Genauso wie Leon. Generell müssen wir bei allen aufpassen, dass sie uns das Leben nicht zur Hölle machen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in Richtung Bauzellenproduktion. Na komm. So. Ach, Anno 2070 macht das Spiel so vieles richtig. Wäre es farblich nicht einfach so grau und kalt? Ja, selbst wenn, man merkt halt richtig, dass es künstlich ist. Das gefällt mir halt optisch an diesem Spiel hier leider eher weniger. Aber spielmechanisch finde ich, ist es sogar Anno 1404 an einigen Stellen überlegen, würde es sich nicht so viele Designfehler leisten. Ja, es gibt so ein paar kleine Designfehler, die Anno 2070 hat. Zum Beispiel, wenn jemand relativ früh auf Text geht. Ja, Tilda, ganz ruhig. Ja, es kann nämlich ganz schnell... boah, wo war ich jetzt? Genau. Designprobleme Anno 2070. Wenn ein Spieler früh auf Text geht, hat er halt früh Flugzeuge. Und gegen diese Flugzeuge kann der Gegner halt nichts machen, wenn er noch nicht so weit ist. Weil Flux schaltet man erst relativ spät frei. Und klar, Flugzeuge verbrauchen Benzin und müssen irgendwann wieder weg. Aber bis dahin hat der Feind da doch ganz schön viel Schaden angerichtet. Oder wenn man sich richtig nur auf Text konzentriert... Die gelten ja auch wie die Executives auf die, als höchste Zivilisationsstufe. Und das kann zu Problemen mit sich führen, weil man schaltet halt dann auch die negativen Events frei. Das wäre jetzt hier die Kriminalitätswelle. Prinzipiell ja nicht verkehrt. Das Problem ist, man schaltet aber nicht die Gebäude frei, die man bräuchte, um sie zu bekämpfen. Das heißt also, ich habe hier eine Kriminalitätswelle und ich kann nichts dagegen machen, weil ich keine Polizeistation bauen kann, weil dazu müsste ich Executives haben und keine Genies. So, solche Geschichten hat Anno 2070 leider einige und deswegen ist Anno 1404 tatsächlich insgesamt in meiner Gunst deutlich besser. So, werden wir mehr Bauzellen irgendwann brauchen? Nein, im Zweifelsfall warten wir ein bisschen. Warning. Decreased fertility due to pollution. Ja, aber es wird nicht ewig so verpestet bleiben. Insofern reg dich ab, Eve. Wir produzieren hier unser Alkohol. Das wird die Leute glücklich machen. Und dann haben wir auch unsere Blockheizkraftwerke, die wir nutzen können, um Leon zu beschwichtigen. So, die einzig wirklich unsichere Komponenten sind Hector, Quito, wobei wir für Quito halt noch 3 Stunden Zeit haben. Und Tori, weil Tori ja auch expandiert. My buddies and I are really grateful, you know, for everything you're doing and that. Gut, ich möchte jetzt erstmals die Gebäude in Richtung Zentrum zuerst aufsteigen. Und jetzt muss auch erstmal genügend Alkohol produziert werden. Bis dahin erhöhen wir mal unsere Menge an Einwohnern. Okay, hier habe ich mich platztechnisch ein bisschen verkalkuliert. Ich dachte, da passt etwas rein. Game save. Oh, der heilige Autosave kam, um mich zu retten. Gut, ich hoffe, dass Hector auch Tori ein bisschen schachelt. Die baut ja hier bereits. Ich weiß auch nicht, was ich von der KI in Anno 2070 halten soll. Weil sie funktioniert prinzipiell besser als in Anno 1404, aber sie spielt halt nicht mehr nach den Spielregeln. Das ist so ein kleines bisschen fragwürdig. Aber gut. So. Wir brauchen unser eigenes Werkzeug. Das heißt also, ich werde jetzt hier den Handel deaktivieren. Genauso wie die Aufstiegsrechte. Wollen wir mal jetzt anfangen, Werkzeug zu produzieren? Wir können hier gleich 2 Eisenminen ansetzen. Das ist etwas, was ich prinzipiell schon mal sehr, sehr gut finde.
So, und wenn wir merken, dass es ansonsten ein bisschen schwierig wird, können wir Leon immer noch bestechen. Not all global trust partners are as success-oriented as you. Tja, kannst du mal sehen, was passiert, wenn ein Deutscher dieses Spiel spielt, ne? So, da haben wir jetzt den hier. Das sieht hier mit der breiten Straße ein bisschen doof aus. So, das ist jetzt ein bisschen hübscher. Ah, klasse. Jetzt fehlt uns natürlich das Werkzeug. Okay, wir werden doch noch etwas Werkzeug einkaufen. Und es ist jetzt auch gleich wieder Thumbnail-Zeit. Warning. Building under enemy attack. Ich verstehe. Aber wie gut, dass wir jetzt hier was auf dem Land haben und dadurch können wir wieder aufbauen. I need someone who I can rely on for this. Okay, wir werden natürlich jede Quest für Leon machen, die wir machen können. Einfach um zu überleben. So, wartet mal. Stimmt ja. Hector macht uns ja nicht von selbst Angebote. So. Damit wäre jetzt das Problem Hector erstmal für die nächsten beiden Episoden aus der Welt geschafft. Und wir errichten jetzt hier unsere Werkzeugproduktion. So, und wir brauchen noch zwei weitere. Ja, da habe ich die doof platziert. So. Wir wollen ja schließlich, dass das alles so industrieviertelmäßig aussieht. Wir dürfen ja schließlich die Optik auch nicht vernachlässigen. Ich denke, wenn wir da jetzt diesen Schaufelradbagger hier rübersetzen um einen Punkt... Da haben wir das doch schon mal ganz gut hingekriegt. Gut, und wir haben sogar 111 Lizenzen gekriegt. Ist das nicht schön? Ich finde es lustig, dass Tilda Jorgensen selbst auf hohem Schwierigkeitsgrad einfach mal zu keiner Zeit eine Gefahr wird. Es wäre doch viel schöner, wenn sie dann richtig aggressiv wird oder ähnliches und du unterschätzt sie halt so die ganze Zeit so, ah, ist ja eine Jorgensen, die kann nichts machen. Weil sie auf hohem Schwierigkeitsgrad dann tatsächlich was reißen kann. Das wäre ein schöner Kontrast gewesen. Aber gut, ich denke, es ist jetzt auch Thumbnail-Zeit. Und wir haben ja einiges erreicht jetzt für die erste Episode. In der nächsten Episode werden wir diese Stadt weiter expandieren und wir werden voraussichtlich auch schon anfangen, Burger zu produzieren. Vielleicht auch schon Plastik. Wir können Plastik sogar hier auf unserer Hauptinsel produzieren. Wie geil ist denn bitte diese Ressourcenaufteilung? Diese Insel hat zwar wenig Platz, aber sie ist einfach nur geil für die Entwicklung. Also vielleicht schaffen wir es in der nächsten Episode sogar schon auf Ingenieure zu gehen. So, und was haben wir hier? Hier haben wir natürlich unseren Industriehafen. Aber wir wollen ja die Stadt. Also, Print Screen. So, und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, was zu tun ist. Ne? Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr Fragen, Feedback oder alles mögliche habt, dann nutzt einfach die Kommentarsektion. Und wenn ihr natürlich noch nicht den Kanal abonniert habt, würdet ihr mich freilich sehr, sehr glücklich machen, wenn ihr mich mit einem Abo ehren würdet. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst.